Wieder krankgemeldet und deswegen müssen Sie das meiste, ob ich leider seine Erfahrung vom Urlaub weghalten muss. Ja, bitte. Aber es dauert nicht lang. Es ist Suizid. Bringen wir ihn gleich wieder. Die Tote ist zwischen 50 und 60 Jahre alt und wurde entdeckt, als die Nachbarn den Brandgeruch bemerkt haben und die Feuerwehr gerufen haben. Es sieht ganz so aus, als wäre es Selbstmord. Sie hat den Kopf im Ofen. Wahrscheinlich hat es einfach genug gehabt von ihrem Leben. Müller, Sie sind ein Idiot. Das ist kein Gasherd, in den man sich reinlegt, anmacht und dann erstickt, sondern ein E-Herd. Da legt man sich rein, macht an, dann passiert erstmal ganz lange gar nichts und dann wird es ein bisschen warm. Außerdem sieht's aus, als hätte das Opfer eine Platzwunde. Das war kein Selbstmord. Das war Mord. So, Frau Kommissarin, wir haben in der ganzen Wohnung DNA-Spuren gefunden, die wir jetzt mal durch alle Datenbanken gejagt haben. Und die Ergebnisse passen auf jeden Fall zu 100% zu einem vermissten Fall von vor 15 Jahren. Sein Geschwisterpaar vermisst worden, eine Margarete und ein Hans Grimm. Gut, lassen Sie die Hausbewohner befragen. Irgendjemand muss sie ja wohl gesehen haben. Wir brauchen auf jeden Fall Phantombilder. Und sobald Sie was haben, geben Sie es an die Presse raus. Gretel, bitte, ich brauche eine Pause. Es regnet, wir müssen uns irgendwo unterstellen. Bitte. Mein Gott, wenn du unbedingt eine Pause brauchst, dann... Gretel, du hast die Alte umgebracht. Verdammt, die wollte dich fressen! Das sagt die jedes Jahr, das hätte die nicht gemacht. Dieses Mal hat sie es wirklich so gemeint. Ich weiß nicht. Die werden das nicht tun sollen. Wir müssen es der Polizei melden. Chef, ein Jäger hat gerade angerufen. Er hat unsere beiden Verdächtigen im Verindelwald gesehen. Klingt alles ganz schlüssig. Vielleicht sollten Sie es mir anschauen. Ich mache mich auf den Weg. Machen Okay. Sie das fertig, Müller. Ja. Hänsel? Nein, natürlich nicht, aber was willst du denn machen? Wir können nicht ewig weglaufen und wir haben auch nicht mehr viel zu essen. Wir müssen zur Polizei gehen. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein?